Hallo, bin ich jetzt mit dem Jaslim Quoron verbunden? Daljim, Ah, Dalsim. Daljim, ja. Herr Koron, Sie hatten mal bei einem Internetgewinnspiel mitgemacht und da Internet. haben Sie Interesse, ja, und da hatten Sie Interesse an Comics für Kinder. Ja, Kinder sehr gut. Haben Kinder Sie denn sehr gut. Kinder im Haus? 3 Stück. Ist von den Nachbarn. 3 Stück. Ja. Und wie alt sind die Kinder? Keine Ahnung, das ist von Nachbarn. Das sind sehr nette Ach, Kinder. von Nachbar. Das immer Ach, so viel. Sie haben selber keine Kinder. Nee, aber ich das immer denen geben. Das bei Flohmarkt kaufen und denen geben. Ach so, jetzt verstehe ich, alles Ja, klar. das ist wie bei indischer Mafia. Das müssen wir gute Deals machen. Okay, alles klar. Also Sie haben kein Interesse an Taschenbüchern. Was? Taschenmuschi? Lustige Taschenbücher, Mickey Mouse, Donald Duck und sowas. Ja, das ist sehr gut. Das ist immer sehr gut. Können Sie Okay, weil probieren? da kann ich Ihnen ein Angebot machen für 43 Euro. Sie würden aber einen Amazon-Gutschein bekommen von 20 Euro. Sind Sie von des Edeka Market? Von Nein, Stadtsitzen? von E. Harper Verlag sind Was wir, ist nicht von das? Edeka. Was ist das? Das ist ein großer Verlag für Kinderbücher, Kinderzeitschriften. Für Inder? Für Kinder, Ach Kinder. so. Nicht für Inder, für Kinder. Mögen Sie kein Inder? Doch, ich mag Inder. Oh, sehr gut. Dann dürfen Sie heute mit einem Inder sprechen. Der ist Tag gerettet. Okay, Herr Quorum, also es Ja. geht darum, dass Sie 7 Ausgaben erhalten würden für 43 Euro vom lustigen Taschenbuch. Haben Sie da Interesse dran mit einem Amazon-Gutschein von 20 Euro als Geschenk? Also das müssen wir dann nochmal 20 wegnehmen, weil das von Amazon Verlag kommt. Genau, richtig. Oh, Dann wären sehr es nur noch 23 Euro für das ja. halbe Jahr. Ja, so, können Sie Kontonummer geben? Ich soll Ihnen die Kontonummer von mir geben? Ja. Nein, ich bräuchte Ihre Kontonummer. Nee, das wenn ich Sie Geld muss geben, dann muss ich ja Ihre Nummer haben. Ach so, ja, das kann ich Ihnen zuschicken. Das ist kein Problem, Herr Quorun. Ja, warte, muss Zettel nehmen. Warte, gleich wieder da. Warte. Gib Ja. mal das Papier. Ja, ich kann schreiben. Herr Quorun, Sie Ja. müssen jetzt keine Kontonummer aufschreiben. Sie kriegen das alles Ja, schriftlich von mir, okay? ich kann mir das doch nicht merken. Du musst es doch aufschreiben. Nein, Herr Korun, Oh Sie kriegen Gott. das ein schriftliches Brief von mir. Da steht alles nochmal Ein drin. schriftliches Brief? In 7 bis 10 Werktagen erhalten Sie eine schriftliche Bestätigung. Oh, Ja? das haben Sie sehr schön vorgelesen. Können Sie mir ganzen Text vorlesen? Also in circa 7 bis 10 Werktagen erhalten Sie die schriftliche Bestätigung Ja. unseres Gesprächs, auch noch einmal mit allen unseren Kontakt- und Kontodaten. Okay. Ja? Sagen, müssen Sie das, ist das bei Ihnen so von, hat der Chef sagen, das müssen Sie das vorlesen, weil man kann das voll hören. Ja, ich muss Ihnen das natürlich Oh so eins Gott. zu eins vorlesen. Ja, aber Und dann das erhalten Sie. merken den Menschen das nicht. Weil das, Okay. ich ja nicht so gut Deutsch sprechen, aber ich gleich merken. Ja, ich habe auch erst neu angefangen mit diesem zu Ach, wie telefonieren, lange wissen Sie Sie? das jetzt schon machen? 3 Tage mache ich dieses Projekt. 3 Tagen, okay, dann werde ich jetzt Ja. sehr, sehr nett und freundlich werden. Das Ja. will ich Sie kein Problem machen. Okay, Ja. also ich würde Ihnen das zukommen lassen. Wie gesagt, Sie würden dann 7 bis 10 Werktagen eine schriftliche Bestätigung erhalten. Da steht das alles nochmal drin, Herr Ja, Koron, gell? warum dauert Und das so lange? Weil das Kinder müssen ja das Mickey Maus kriegen. Oder war das Taschenbuch? das war das Taschenbuch, das lustige Taschenbuch, genau. Und was mit Mickey Das also Maus? Mickey Maus gibt's auch bei uns, kein Oh Problem. Was Gott. interessiert Sie denn mehr, Mickey Maus oder Taschenbuch? 50-50. Kann man Mischung machen, wie bei Bazar, Nee, dass man halb und nein, halb machen? das geht leider nicht. Entweder oder. Also Sie können auch beides haben gerne. Ja, Das das kann man andere dann. wäre, Können wir den gute Deal machen? ja. Und das andere, ich sage Ihnen da auch mal den Preis, das wäre Ja. für halbes Jahr 59 Euro mit einem Amazon-Gutschein von 20 Euro. Also dann 40 € weniger. Ja, also das andere wäre dann besser wahrscheinlich, das lustige Taschenbuch für 43 Euro, ne? Ja, aber das ist das Mickey Mouse, das ist doch öfter kommen als Taschenbuckel, oder? Das kommt öfters, das kommt 17 Mal, das ist richtig, genau. Und Das ja, kommt das. 17 Mal. Und wenn man das dann das Mickey Maus und wenn man das aufeinander stapeln machen, das dann genauso schwer werden wie ein Taschenbuch. Ja, dann ist genauso schwer, bestimmt. Ja, dann ist das doch alles in Ordnung. Da ist doch keine Probleme. Ja. Ja. Also was dann, Mickey Maus wollen Sie dann lieber, ja? Ne, beiden. Kann man Deal machen? Big Bazaar.
Okay, wollen Sie beides haben, ja? Ja, könnte es mit Autogramm haben? Mit Autogramm von mir oder von wem? Nein, von der Zeigner. Ach so, nee, das geht leider nicht. Oh, könne dann sie das Autogramm machen? Da kann ich das Kinder sagen, guck mal, das hat der Matt Groening unterschrieben. Ja, genau, so ungefähr. Nicht wirklich, Ja, können wir sowas machen, weil das sind so kleine Sachen, was das Kinder immer so freuen. also ich kann Ihnen das gerne zukommen lassen, wie gesagt, zu diesem Vorzugspreis, Herr Quaron. Ja, und kann man das mit Und das Autogramm, kann man das machen? dem Autogramm, da kann ich mal fragen, ob Sie da ein Autogramm kriegen von Mickey Mouse. Nein, Sie können das ja draufschreiben. Das werden das Kinder ja nicht merken. Das sind ja noch ganz dumm bei der Birne. Die werden ja nicht Ja, das stimmt. erst in 10 Jahren vielleicht merken. Und dann haben die schon Verzeihen machen. Weil ich habe auch einen, da haben die Okay. bei der Schule, haben die ein, kennen Sie Pan, das Gott Pan, das sieht aus wie so ein Ziege. Das haben die nee, so. das kenne ich leider Das nicht. haben Nee, das bei nee. Schule machen und da wurde die auch das da. Daher kommt das Name Panflöte, weil der hatte dieses kleinen Flöte und da habe ich mir ein Ziegenmaß gekauft und bin bei Schule gelaufen. Die haben sich so freuen. Okay. Ah Das ja, sind die Kinder freuen sich über sowas, ja, ja, ich weiß. die Ich habe sind selber so eine glücklich. Tochter. Oh mein Gott, und sieht es auch, dass für sie das Mickey Maus kaufen? Ja, die hat also diese Eiskönigin hat sie. Das ist doch nicht gleiches wie Mickey Maus. Das Nein, Eiskönigin, oh mein Mickey, Gott, das ist auch das Eiskönigin ist Kinder. für Mädchen. Eiskönigin ist für Mädchen. Aber warum denn? Das kleine Junge das auch lesen? Ja, Oder natürlich, wir haben aber auch noch andere ist Sachen. das verboten bei Deutschland, dass Jungen das lesen? Nein, natürlich nicht. Da können Was? die auch die Jungs lesen, wenn sie das Ja. interessiert. Na Aber klar. haben Sie, weil das langsam älter werden, haben Sie Bravo? Nee, Bravo habe ich leider nicht. Das ist ein anderer Verlag. Wir Oh machen nur Mickey Gott. Maus und so Kindersachen, genau. Und wie Was? alt sind die Kinder, Herr Koron? Wie alt sind die? Zweites Klassen, also 6, 7 oder 8, Zwei, je sechs, nachdem, wie oft die sieben. sitzen bleiben. Ja, also dann wäre Mickey Maus schon das Richtige, würde ich sagen, Ja, was, ja. was Dann kann wäre schon man, das. oh mein Gott, was kann man denn noch bei sie kriegen? Also entweder das lustige Taschenbuch, Mickey Maus oder Cars. Kennen Sie Cars? Was ist das? Das ist diese Autos für Jungs, ist das mehr. Ach, Car, das Englisch für Cars, Auto. genau, Ja, Cars, genau, ja. Cars, very good. Do you Ja. speak English? Ja, a little bit, Alright, let's do this in ja. English. Very good. How much is the cars one? Cars ist 47. 47 Euro or Dollar? Yes. Euro, Euro. Euro. And also with a voucher or without a voucher? 12 mal, 12 in 12 per Mal? year. Yeah, Per year. yes, I know how long the year is, but will I also get the Ja. Amazon voucher? 10 Euro ist die Amazon-Gutschein hier, Also bei Cars. do they stack up when I take all them? Yes? So I have the 50 € voucher. Yes, right. Alright, can you convert it to dollar? Because I need dollar. Oh no, I don't know what is this in dollars. Dollar? Nee, No. yes, can I convert it? It's about $55. Yeah, okay, Yes, ja. can you do this with PayPal? Can we do it? No, we you get a paper. There stand all PayPal? contact. Ne, paper, a paper, a Yes, message from us. PayPal is bigdickdimitri@gmail.com. Yes. Okay, I sent you ein Brief. What do you Ein do? Brief? Ein Brief. I sent you a brief, a message, You sent me a per post. brief. Do you know Ja. that brief is the English word for Unterhose? Yes, you kannst du bei Google gucken. Brief ist Englisch Wort für Unterhose. Das kannst du, wie viel kostet? Okay. Herr Koron, was sollen wir jetzt machen? Wollen Sie jetzt. Ich gebe sie 10 Euro für einen. Okay, für eine Unterhose oder was? Ja. Nee, ich versende leider keine Unterhosen. Aber sie haben das doch anbieten. Nein, keine Unterhosen. Wir machen nur Mickey Maus und das lustige Taschenbuch und solche Sachen einfach. Ja, ich weiß, Sie können das jetzt nicht sagen, weil das Chef zuhören, aber können Sie das da dabei legen, weil das Taschenbuch hier sehr groß. Da kann man das ja da reinpacken. Nein, das kann ich leider nicht reinpacken, Herr Oh Koron. Das geht leider Gott. Oh nicht. mein, aber das ist doch Kundeservice, das können Sie machen. Nein, tut mir leid, das geht nicht. Oh, bitte, bitte, bitte. Soll ich Ihnen jetzt das lustige Taschenbuch zukommen lassen oder nicht, Herr Koron? Das in Anführungszeichen oder ohne Anführungszeichen? Mit Anführungszeichen. Also mit des Brief drinnen. Genau, mit dem Brief würden Sie bekommen. Ja, Brief oder Brief?
Ein Brief. Also Da steht das alles nochmal drin. ne, ich will ja das andere haben. Welches? Das Ja, Mickey Maus? na, oh mein Gott, wir wollten doch Deal machen. Bundle, große Pakete. Ach so, drei Stück oder was? Drei Stück. Drei Stück des Cars, das lustige Taschenbuch und Mickey Maus oder was? Ja, vielleicht können wir, wo ist Ihr Firma? Kann man das Wir abholen? sitzen. Nein, abholen nicht, wir schicken Ihnen das zu. Ja, wo In ist die das? Schulstraße. Schulstraße 67 in Husum. Wo ist das Firma? Unsere? Ja. Wir sind in Pforzheim. Wo ist das denn? Das ist in Deutschland. Ja, mein Gott, das habe ich ja mir fast gedenken, aber wo ist das? Deutschland, sehr großes Land. Bei Stuttgart in der Nähe. Stuttgart? Oh, kennen Sie den Ja. Ahmed? Kennen Sie Ahmed? Nein, kenne ich nicht. Na, Ich kenne okay. keinen Ahmed. Hätte ja sein können. Okay, das ist sehr Ja. gut. Soll ich dann Azubi schicken? Das kann das abholen. Nein, wir schicken Ihnen das zu, Herr Coron. Ich schicke Ihnen das in die Schulstraße 67 in Husum. Ist das okay? Ja, und wohin soll ich dann das Ziege schicken? Ich schick Ihnen dann noch einen Brief, da steht das alles nochmal drin. Ja, aber ich muss das ja vorher wissen. Wir müssen ja das Rechnung schreiben. Nein, die Rechnung kriegen Sie ja erst mit dem Brief, da steht das alles nochmal drin. Nee, nee, Ihres Rechnung. Ihres Rechnung. Ja, unsere Rechnung kriegen Sie per Brief. Nein, meinen Rechnung. Ja, nee, warum Ihre Rechnung? Sie wollen ja das lustige Taschenbuch von uns, oder nicht? Stopp, stopp, stopp. Sie wollten doch drei Ziegen kaufen. Nein, ich möchte keine Ziegen kaufen. Ich bedanke mich fürs Aber Gespräch. warum Schönen Tag noch. haben Sie ein Problem mit Ziegen? Nein, ich habe kein Problem mit Ziegen. Möchten Sie dann, weil das, wir haben auch kleine süße Meerschweinchen. Soll ich Sie drei Stück geben? Können Sie einen Nein, ich will auch Auflauf kein machen? Meerschweinchen. Schönen Pinguin. Tag noch, Herr Koron. Ich Pinguin. muss Nein, nein, weitermachen. nein, nein, nicht Ja. auflegen, nicht auflegen. Das ist rassistisch. Sie Ja. dürfen nicht auflegen, wenn Sie haben Ausländer bei Telefon. Sonst werde ich Polizei anrufen. Nein, ich werde nicht auflegen, sondern weil Sie mich nicht verstehen. Ne, ich verstehe Sie sehr gut. Wir haben doch sogar schon auf zwei verschiedenen Sprachen gesprochen. Ja, also, was möchten Sie jetzt? Möchten Sie das Taschenbuch haben, das Mickey Maus, oder nicht? Ja, eigentlich will ich ja nur Ihre Zeit verschwenden, damit Sie nicht das Leute Ja, per das habe ich Telefon schon gemerkt. belästigen. Können Sie sich bitte ordentliche Arbeit suchen? So bei Ziegenfarm oder so? Ja, Können wir genau. die? Schönen Tag noch. Ja, wiederhören.